nicht zurück. Der Hubschrauber fliegt wohl zum Evakuierungszentrum. Hast wohl recht. Los, wir gehen auch zum Einkaufszentrum. Ich hab da so Zeug gehört. Ach, was soll's, egal. Wir sollten auf jeden Fall Waffen mitnehmen. Vertraut mir. Ja, damit herzlich willkommen zu einer Runde Left 4 Dead 2. Hier mal schön im Kampagnenmodus mit der KI. So, und erstmal Waffen und Medipack nehmen. Ja, ich werde mal versuchen, wie weit ich hier durchkomme. Derzeit im Schwierigkeitsgrad normal. Und mal schauen. Die KI stellt sich meistens eigentlich gar nicht so doof an, zumindest wenn es die besonderen Infizierten töten soll, sind sie eigentlich ziemlich schnell. Und schauen wir mal. Erstmal hinunter. Wir sind hier irgendwo gelandet. Die Hedis sollten uns eigentlich mitnehmen, was natürlich nicht geklappt hat. Und jetzt heißt es erstmal wieder runter vom Haus. Die oder und wir. Da haben wir schon die ersten Zombies. Was sollen die anderen? Okay. Ich glaube, ich muss dann gleich mal gucken. Ich weiß nicht, wie laut jetzt der Ingame-Sound ist. Audio. Im Normalfall. Im Notfall stellen wir ihn noch etwas leiser. Ja, der Anfang ist eigentlich noch recht einfach. Wir können ja nochmal ruhig ein bisschen rumüben. Die sind meistens etwas anstrengender, aber ansonsten. Da haben wir unseren ersten Hunter. Ja. Natürlich wieder genau auf mich. Aber wie gesagt, die KI ist da eigentlich recht schnell, das zu unterbinden, beziehungsweise diese zu töten. Ja, das war dann wohl nix. Schauen wir uns jetzt nochmal überall ein bisschen um, ob wir irgendwas finden. Das klingt soweit ganz in Ordnung. Da war doch ein Charger. Da hat man einen Smoker. Ja. Hunter habt ihr vor uns gesehen. Smoker ziehen einen immer schön mit der Zunge ran. Und der Charger, der hier vorbeigerannt kam. Der rammt einen dann weg und hält einen dann die ganze Zeit fest. So, endlich mal ein bisschen Ruhe. Machen wir Türen zu. Damit die Viecher ja nicht so schnell kommen. So. Da haben wir noch ein paar. Und ja. Hier ist so meist der erste sinnvolle Raum, um ein bisschen was zu finden. Oh, Katana. Dafür hätte ich glatt bezahlt. Katana ist eigentlich mit die beste Nahkampfwaffe, meiner Meinung nach. Dafür die Pistolen aufzugeben, na egal. Wir nehmen es mit. Hier haben wir noch, meistens findet man hier eigentlich immer Magnum, in den Nahkampfwaffen findet man hier auch und gelegentlich hier auch noch ein paar Pillen oder sowas. Da kommt noch ein Charger. Wo bist du? Da ist er. Jo, den hätten wir dann schon mal weg. Sehr schön. Es ist ruhiger. Ja, Nahkampfwaffe ist zwar echt schön, aber man hat natürlich das Problem, man muss ziemlich nah ran an die Viecher. Was bei schwierigeren Leveln dann das Problem ist, dass man natürlich schneller getroffen wird. Da ist schon wieder ein in der Hunter. Ja, das Problem an den dazu zählt auch noch der Chucky. Obwohl ich sagen muss,
Unser kleiner Kotzer. Der ist eigentlich der einzige, wo ich sage, der ist nicht so schlimm. Ah, die Kotze nehme ich mit. Und das, was wir gerade hören, ja, das ist ein Jockey, der hier irgendwo rumrennt. Ah, da war ich zu langsam. Genau diese Feature. Überaus eigentlich mit den nervigsten überhaupt. Hupen dann auf den Kopf und man wird dann sonst wohin gezogen. Und jetzt kommt gerade wieder die Masse. Ja. Ja. Von den Typen im Anzug kriegt man am Anfang schön viel diese wunderschöne Kotze. Die folgenden Effekt hat einfach, man wirft sie und die ganzen Zombies kommen alle dahin gerannt. Und deswegen nehmen wir die Kotze jetzt gleich noch mit. Ist immer ganz gut, wenn man erstmal ein paar Viecher anlocken will. Und da hat man es bitter gehabt. Die einzigsten Viecher, die ich jetzt nicht so schlimm finde, weil, na gut, sie spucken halt rum. Man sollte nicht allzu lange drin rumstehen bleiben, aber ansonsten... Hunter. Ja, kann man sie selber immer noch ganz gut erledigen. Da nehmen wir ein bisschen Adrenalin. Da hat man noch eine Rohrbombe. Die können wir auch gleich nochmal kurz... auch schöner Effekt. Die ganzen Viecher werden davon angezogen, rennen dort hin wie die Bekloppten. Und... ja, sind am Ende dann meistens weg. Okay, weiter geht's hier oben lang. Hier scheint erstmal soweit alles ruhig zu sein. Und wir machen wieder rein. Die kommen hinterher. Hier ist soweit auch alles ruhig. Dann geht's eine Etage weiter runter. So, jetzt kommt mittlerweile, ja gut, hier geht's noch. Okay, die hat man auch weg. Die zwei werden noch erschossen. Diese Tür würde ich nicht öffnen. Wir können es trotzdem mal kurz machen. Genau deswegen. Dann darf man nämlich schön erstmal außen rum gehen. Und ich höre schon mal einen Charger, da rennt er. Okay, langsam stelle mich echt scheiße an hier gerade. Ja, heilen an sich ziemlich einfach, auswählen, linke Maustaste und dann funktioniert das. Wenn man aber Heilung oder sowas hier jemanden anderen geben will, dann hinhalten und mittlere Maustaste. Okay, er trägt selber was, deswegen braucht er es nicht. Da kommen wir nicht durch. Da geht's weiter. So, dann hätten wir den Gang schon fast fertig. Wir räumen nochmal ganz kurz hier auf. Irgendwas Sinnvolles hier noch. Okay, hier ist nichts. Dann auf zum Fahrstuhl. Damit hätten wir diese Etage. Ah, Mist. Ja, Boomer kotzen einen schön voll. Ähnlich wie es bitter, bloß dass man eben diese wunderschöne Kotze dann auf sich hat. Und dann ist es ähnlich wie unsere Kotze, die wir werfen können. Die Viecher kommen alle auf einen zugerannt. Ja. Deswegen am besten immer schön bei Zeiten töten. Hier hat man noch ein paar Pillen. Tun ein etwas an Gesundheit geben, die auch mit der Zeit runtergeht. Also ist nicht so wie Medipack. So, damit hätten wir die Etage fertig. Einmal alle rein. Man nennt mich einfach Coach. Bin Rochelle und du? Ich heiße Alice. Unten kommen wir dann zu unserer ersten besseren Waffe. Und ich hoffe, der Jockey bleibt oben und ist jetzt nicht mit dir unten. Ja, wie die, die in das Gebäude hochgekommen sind, frage ich mich heute noch, weil der Weg nach unten ist mega kacke.
So, wie gesagt, hier unten haben wir unsere erste ordentliche Waffe. Und ja. Und schon wieder. Anscheinend ziehe ich die Dinger echt mal nicht an. Ja, ihr könnt doch im Moment noch rumballern bis zum Get-No. Ihr könnt euch die Waffe immer wieder nehmen und geladen. Da haben wir noch mehr Kotze. Viel Kotze. Ob wir die ja gleich mal einsetzen können hier. Wir können jetzt die Kotze natürlich hier schön auch ins Feuer werfen. Dann rennen die Viecher trotzdem alle schön ins Feuer. So, holen wir sie mal aus dem Versteck raus. Und was haben wir hier? Hier haben wir noch eine Pistole, aber ich will den meinen Katana schon besser behalten. Hier haben wir das Schrotwinde, sehr schön. Ha, diesmal nicht. So, wir müssen weiter durchs Feuer. Ja, der, wenn ich jetzt im Weg gestanden wäre, wäre jetzt voll auf mich zugerannt. Was macht der hier? Er schlägt die Tür. Kommt der wieder? Okay, wir gehen einfach weiter. Einmal noch schön geradeaus. Und ich höre schon wieder irgendeinen Hunter. Ja, einmal in die Küche rein. Hier drüben. Da drüber. Und noch eine Rohrbombe. Ich glaube, die... Ah, ich brauche zu nah am Feuer. Die nutze ich einfach mal schnell. Rohrbombe. Am Anfang hat man davon noch genug. Die treffen sofort alles. Ich sehe gerade gar nicht viel. Oh, das ist doch eine Wahl. Wie viel kommen denn da heute noch? Ich ziehe die heute aber auch wieder an hier bis zum Get-No. So, einmal hier weiter. Und dann hat man es schon fast geschafft. Nimm ich hier raus. So. Und da haben wir Kotze, also von daher kann ich die hier werfen. Ja, aber mehr als genug Kotze. Ja, wenn ihr die auf einen Zombie werft, dann greifen die Zombies denjenigen an, der von der Kotze berührt wurde. Was haben wir sonst noch hier? Ein Defi, den können wir mitnehmen. Und ja, nochmal Kotze. Aber ich glaube, wir verpissen uns ja lieber. Da werden nämlich gleich noch eine ganze Runde kommen. So, einmal alle rein und Tür zu. So, damit wären wir da erstmal raus. Ach Gottes Willen. Wie viele Hunter waren das jetzt? Drei? Vier? Ach ja, hat eigentlich nicht so eine Erinnerung, dass da so viele von den Viechern kommen. Oder es lag einfach nur daran, dass wir so langsam durchgegangen sind. So, ja, hier habt ihr gerade noch mal ganz kurz die Statistik ein bisschen gesehen. Also, die Besonderen kriegen die eigentlich immer so ganz schnell abgeschossen. So, ich gehe wieder auf ein bisschen Fernkampf. Und komm. Noch so mal hier, kann ich mich auch in Ruhe heilen. Ja, in den Safe-Räumen hier hat man eigentlich fast immer einmal Munition, Medipacks und eine kleine Waffenauswahl meistens. Ja, Katana behalten wir. Medipack haben alle. Oh, nee, ich nehme doch mit. Ja, der Defi wäre nur dafür da, wenn jemand halt wirklich komplett stirbt, um ihn wieder herzuholen.